Hallo euch allen, da sind wir dabei Madden NFL 19. Wir sind zurück im Training Camp und wir haben die zweite Challenge der Weekly Training Camps Einheiten zu spielen. So, und wir treten an gegen die Oakland Raiders, also John Gruden mit seinem 10-Jahres-Vertrag an der Seitenlinie. Wir liegen mit 4 Punkten hinten im vierten Quarter, 24 zu 20, sollen noch zurückkommen und die Raiders besiegen. So, da sind wir also. Wir sind, wie gesagt, mit 4 Punkten im Rückstand. Haben noch 1 Minute 50 zu spielen hier im vierten Quarter. Haben den Ball, sind an der eigenen 35-Yard-Linie, haben einen ersten Versuch und 10. 4 Punkte Rückstand, eine ganz logische Geschichte. Wir brauchen einen Touchdown. Die Raiders haben keine Auszeit mehr. Wir haben derer noch eine. Das heißt, wir dürfen uns hier kein Turnover erlauben, dann ist die Challenge verloren. Wir attackieren die Mitte mit den beiden Titans, Jarwin und Sway. Und da geht unser Tight End dramatisch zu Boden. An der 40-Yard-Linie ist ein zweiter Versuch und 5. Zweiter Versuch, gehen wir in den Community-Bereich hinein. Oh, nehmen wir mal den Tight End Attack. Testen wir doch mal aus, wie schnell die Cornerbacks der Raiders sind. In dem Fall der Gegenspieler von Keyshawn Johnson auf der linken Seite. Wir müssen natürlich schauen, wie sich der Safety verhält. Der Safety zieht nach hinten, also gehen wir auf unseren Tight End. Neues First Down für die Cowboys jetzt an der 40-Yard-Linie. So, dann nehmen wir den Level Sail, attackieren die rechte Seite des Spielfelds mit Jarwin und mit Zeke Elliott. Amari Cooper ist so ein bisschen meine Sicherungsoption. Aber da ist Zeke Elliott Mutterseelen alleine. Und da sprintet er Richtung Endzone, kommt aber nicht in selbige. Wird an der 2-Yard-Linie gestoppt. Ich konnte auch schon nicht mehr springen, da bin ich schon im Griff des Raiders-Verteidigers gewesen. So, nehmen wir den Stick. First and Goal von der 2. 55 Sekunden vor dem Ende. Terrell Owens auf der rechten Seite auf das Slantroute. Jarwin meine Sicherung und bei solchen Sachen laufen wir ja auch gerne und das machen wir auch jetzt wieder. Sind in der Endzone. Dak Prescott. Das sollte er nicht tun. Nein, das sollte er nicht tun. So, der PET ist verwandelt und wir haben eine 3-Punkte-Führung. Das war ganz wichtig. Denn jetzt können die Raiders mit einem Field Goal nicht mehr in Führung gehen, sondern das Spiel nur noch ausgleichen. Viel Zeit bleibt der Offense rund um Derek Carr gleich nicht mehr. Wir haben nur noch 51 Sekunden auf der Uhr. Der Ball geht bis in die Endzone. Kneel down. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie für die Oakland Raiders. Dann stellen wir unsere Defense einmal entsprechend ein. So, mit Blitz. Also wir ziehen unsere Linebacker in die Line of Scrimmage hinein, um Druck auszuüben. Oh, langer Ball, der ist intercepted. Deutlich bessere Position hier von Walls. Und das ist das Turnover, was die Cowboys an der 48-Yard-Linie der Raiders wieder in Ballbesitz bringt. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen, ne? Das ist auch in meinem Sinne. Erster und 10 an der 48, 46 Sekunden auf Dur. Oakland hat keine Auszeit mehr, das heißt, ich laufe jetzt einfach durch die Mitte. Wir schauen mal, ob wir irgendwo eine Lücke finden. Wenn ja, ist es gut. Wenn nicht, läuft die Zeit hier weiter. Genau das ist gerade passiert. Zweiter Versuch und 1. Halfback Power O. Oh, dann müsste jetzt gleich Eddie George. Oh, das ist doch Ezekiel Elliott, der weiterhin unser Running Back bleibt. Ah, da kommt er in Stolpern. Hätte ich ein bisschen früher nach links abdrehen müssen. So, aber es ist ein neuer First Down. Wir sind an der 40-Yard-Linie. Hier tickern die letzten Sekunden runter. Das kann gut sein, dass eventuell schon der letzte Spielzug ist, den wir sehen. Elliott läuft über die linke Außenseite. Hat da eine Lücke. Ah, da kommt ein Verteidiger. Hat einen Block nicht gesessen. Und damit ist die Challenge vorbei. Wir schlagen die Oakland Raiders mit 27 zu 24. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.